herzlich willkommen beim Mimcastbüro zum bärtigen Mönch. Ich bin der mit dem Ä. Und heute möchte ich ganz gerne mit euch über ein Thema sprechen, das ich eigentlich regelmäßig sehr oft und sehr exzessiv betreibe. Es geht ums Twinken. Twinken selbst ist vielen von euch ein Begriff. Ihr habt einfach euren Hauptchar, ihr habt noch viele andere Nebenchars etc. etc. Viele hassen es, viele lieben es. Ich gehöre auf jeden Fall zu der Fraktion, die es lieben. Ich spiele mir ständig neue Charaktere hoch. Allein auch schon, auch wenn ihr es vielleicht nicht nachvollziehen könnt. Aber weil ich diesen Level-Prozess eigentlich sogar ziemlich mag, was mir Spaß macht. Momentan ist es bei mir so, dass ich 13 Chars auf 110 habe, sowie noch ein paar weitere in der Mache. Das Leveln bis zum Content von Legion dauert heutzutage nun mal wirklich nicht mehr lange. Und aufgrund der Invasionen, die alle paar Stunden bzw. einmal am Tag auf den Pferdeninseln stattfinden, könnt ihr dort eigentlich immer ziemlich gut euren XP-Fortschritt vorantreiben, beinahe bis zu einem Level pro Invasion. Aber warum das Ganze? Nun, ich persönlich bin der Meinung, dass Twinks für, ich sag mal, die Goldproduktion eigentlich ziemlich unerlässlich sind. Und deswegen möchte ich euch heute ganz gerne mal vorstellen, was ich mit meinen Twinks regelmäßig mache, um meinen Goldvorrat ein klein wenig aufzustocken. So, wie gesagt, ich habe mittlerweile 13 Chars auf Level 110. Auf meinem Hauptdream, Mantul, den ja viele kennen, jede Klasse einmal und auf anderen Servern noch ein bisschen was verteilt, aber darauf komme ich später zu sprechen. Zuerst einmal sind die Berufe eigentlich mit das Ausschlaggebendste an der ganzen Geschichte. Denn durch verschiedene Weltquests, die dort immer wieder freigeschaltet werden oder Berufs-Cooldowns, könnt ihr ständig an Items kommen bzw. sie herstellen, die ihr gewinnbringend nutzen oder im Auktionshaus verkaufen möchtet. So, und für alle die mich in den Kommentaren oder per PN ständig immer fragen, was für Berufe ich denn benutze, jetzt ist der Moment gekommen, um einmal kurz richtig aufzupassen. Beginnen wir mal ganz oben. Mein Monk, wie viele von euch wissen, ist Alchemist und Kräuterkundler. Dies verschafft mir alle 4 Tage die Weltquests für Teufelswurz und in regelmäßigen Abständen, jedoch längere Abstände, gibt es in Dalaran eine Weltquest, die mir im Austausch für gewisse Tränke oder Potions halt Blut des Sageras gibt. Blut des Sageras, wisst ihr selbst, könnt ihr gegen jedes beliebige Handwerksmaterial eintauschen, dieses nutzen oder im Auktionshaus verkaufen. Mein Schurke zum Beispiel ist Kirschnerer und Leder. Mit dem Lederer, muss ich gestehen, mache ich ehrlich gesagt nicht viel. Ich habe eine ganze Zeit lang damit Sturmschuppen gefarmt und Armschienen hergestellt, um diese in Obliterum umzuwandeln. Und Kirschner auch wieder das gleiche wie der Teufelswurz. Alle 4 Tage gibt es Teufelsbalk, mit dem ich tatsächlich nichts mache. Setze ich nur ins Auktionshaus und verkaufe ihn. Mein Demon Hunter, den ich mit zur Legion hochgezogen habe, ist mein Farmcharakter. Dieser hat die Berufe Kräuterkunde und Bergbau. Hier das gleiche, alle 4 Tage Teufelswurz sowie Teufelsschiefer, die ins Auktionshaus gesetzt werden. Was ich mit dem Teufelswurz übrigens mache, komme ich gleich drauf zu sprechen. Mein Krieger wiederum, Bergbau und Schmied, gleiches Thema, Teufelsschiefer, genau. Mein Priester ist Schneider und VZ, sollte ein Priester für gewöhnlich haben, sind so die Standardberufe. Dieser hat tatsächlich keine nützlichen Weltquests, beziehungsweise so kann man es auch nicht sagen. Mit dem Priester mache ich regelmäßig alle Weltquests, die mir episches Gear geben. Dieses entzaubere ich, wandle es somit in Chaos-Kristalle um und verkaufe diese. Oder gebe sie der Gilde für Verzauberungen. Es ist situationsabhängig, wie ich gerade in der Laune bin. Mein Jäger ist Bergbauer und Ingenieur. Bergbau, gleiches Thema wie immer, Teufelsschiefer. Ingenieur stelle ich mir eigentlich nur mit Geistereisenbarren, Yards ungewöhnliche oder außergewöhnliche Energiequelle her, um mir alle 30 Tage einen Himmelsgolem herstellen zu können. Darauf komme ich aber später nochmal zu sprechen. Todesritter, Bergbau und Juwelier hole ich mir nur den Teufelsschiefer. Mit dem Juwe habe ich persönlich noch nicht wirklich etwas gemacht. Immer noch nicht. Paladin ist Kräuterkundler und Inschriftler. Ihr seht schon, ich bin ein Fan von Kräuterkunde. Eben Teufelswurz alle 4 Tage. So, Hexenmeister, Kräuterkunde, Alchemist macht genau den gleichen Kram wie der Mist, wie der Monk. Quasi. Mein Mage, Schneider und VZ hat die gleiche Funktion wie der Priester. Mein Druide ist Schneider und Kirschner, das hat eigentlich keinen besonderen Sinn. Und mein Schamane hat keine Berufe, denn er gammelt den ganzen Tag in der Ordenshalle oder dem Auktionshaus herum und stellt Auktionen herein. Auf gewissen anderen Servern spiele ich tatsächlich eigentlich selten Horde, sondern meistens Allianz. Ich habe noch einen Allianz Mage mit Bergbau und VZ. Dieser sammelt alle paar Tage den Teufelsschiefer ein, macht sowie die Weltquests für die Epics, um sie in Chaoskristalle umzuwandeln und diese ins Auktionshaus zu stellen. Denn dort bin ich gildenlos. Genau. Soviel zu dem Thema zu den Berufen. Das ist aber nur eine kleine
ich sag mal, Auswahl von dem, was ich insgesamt mache. Ihr habt viele, viele, viele verschiedene Möglichkeiten, um diese Menge an Chars gewinnbringend auszunutzen. Nehmen wir zum Beispiel mal meinen Priester, meinen Mage auf der Hordenseite und meinen Druiden. Diese drei Charaktere haben Schneider und verbringen immer noch sehr viel Zeit in der Garnison aus Warlords of Draenor. Denn dort könnt ihr Hexenzwirnstoff herstellen, beziehungsweise ihr könnt sie überall herstellen. Aber die Schneiderstube dort, beziehungsweise die Schneiderei, ich weiß den genauen Namen gerade nicht, produziert dieses Item auch. So, und das Interessante an der ganzen Sache ist, ihr benötigt dieses Item 100 Mal, um Hexenzwirntaschen herzustellen. Diese sind genauso groß wie die größten Taschen, die ihr momentan in Legion herstellen könnt, sind aber in der Produktion deutlich günstiger. Und warum sollte ich mir eine Tasche für 6000 Gold aus dem Auktionshaus kaufen, wenn ich sie im Prinzip auch für 3000 Gold bekomme? So viel auch zu dem Thema. Ich habe drei Charaktere, die mir ständig eben diesen Stoff herstellen, damit ich diese Taschen herstellen kann, die ich dann für durchschnittlich 2,3 bis 3k im Auktionshaus verkaufen kann. Und meine Alchemisten stellen mir ständig lebendigen Stahl her. Lebendiger Stahl wird genutzt, um zum Beispiel das Himmelsgolem Mount oder die Kyperit-Rakete herzustellen. Und dafür benötigt ihr jedoch eine Menge lebendigen Stahl, 30 Stück um genau zu sein. Klingt an und für sich nicht viel, aber wenn ihr bedenkt, dass ihr pro Tag nur einen einzigen herstellen könnt, sieht das schon wieder ein kleines bisschen anders aus. Natürlich könnt ihr mit gewissen Forschungen, unter anderem in Kombination mit Geist der Harmonie oder mit der Transmutationsspezialisierung des Alchemisten auch Glück haben und mehr herstellen. Jedoch habe ich das mit meinen Chars nicht gemacht. Für den Himmelsgolem ist es in dem Sinne auch wichtig, dort arbeiten quasi meine Alchemisten und mein Ingenieur miteinander. Denn der Alchemist muss 30 lebendigen Stahl herstellen, um dieses Mount herzustellen, und der Ingenieur 30 mal diese Yards außergewöhnliche Energiequelle. Diese beiden Items in Kombination ergeben das Mount. Dieses könnt ihr für ungefähr 81.000 Gold momentaner EU-Durchschnittswert auf allen Servern im Auktionshaus verkaufen oder es selbst nutzen, falls wieder mal ein Addon herauskommt, in dem ihr nicht fliegen könnt, aber beim Kräutersammeln nicht abmounten wollt. Mein Paladin hat eine ganz besondere Aufgabe. Dieser verbringt auch teilweise noch sehr viel Zeit in gewissen Auktionshäusern oder in der Garnison, um sich alte Kräuter aus Draenor zu kaufen und diese zu malen. Denn er ist Inschriftler und stellt mir persönlich regelmäßig die Karte der Omen her. Das sind quasi sowas wie Karte des Glücks. Sie sind selbst an und für sich nicht viel wert, aber ihr könnt sie benutzen und könnt dort Karten bekommen, die viel mehr wert sind. Zum Beispiel 10 Gold, 50, 100, 500, 1000, 6000, 3000, wie auch immer. So ein kleines Glücksspiel, was ich nebenbei immer mal wieder ganz gerne mache. Und wenn ich mir mal bedenke, dass ich die Kräuter oft in Tausender-Stacks aus dem Auktionshaus kaufe für nicht mal 1000 Gold, macht das eigentlich schon im Endeffekt einen recht guten Gewinn an der ganzen Geschichte. Was noch dazu kommt, ist, dass alle meine Charaktere einen Kochskill von mindestens 100 haben. Dies schaltet mir zusätzlich alle 4 Tage die Weltquest für Speckstreife frei, die ihr ja in Legion für die ganzen Festmähler etc. benötigt. Diese farme ich mir auch grundsätzlich. Ich selbst stelle die Festmähler nicht her, ich stelle den Speck ins Auktionshaus. Für den 200er Stack von diesem Speck, hey, das reimt sich, gibt es meistens auch zwischen 15.000 und 20.000 Gold. Es ist halt die Kombination und in diesem Sinne die Masse an Items, die quasi durch diese Chars reinkommt, die eben den Gewinn versprechen. Ich meine, wenn ihr nur ein oder zwei Chars habt und ihr macht zum Beispiel damit die Speckstreifen-Quest, habt ihr 20 Speckstreifen, stellt diese ins Auktionshaus und kriegt einen kleinen Obolus dafür. Wenn ihr das Ganze jedoch mit 13 Chars macht, dann steigt die Menge natürlich potenziell und der Gewinn fühlt sich in dem Sinne deutlich besser an. Was noch dazu kommt, ist einfach die Tatsache, dass man mit 13 Chars auch 13 Raid-Lockouts hat. Also wenn man einen Mount farmen möchte oder wie jetzt zum Beispiel zum letzten Patch mit der Leine auf Schlachtzug herausgekommen ist und ihr in alten Raids neue Pets bekommen könnt, hatte ich persönlich zum Beispiel in den ganzen Kataklysm-Raids deutlich mehr Chancen, die ganzen Pets zu bekommen, als jemand, der nur ein oder zwei Chars besitzt. Demnach haben mich die Pets auch eben zu diesem Patch-Release um einiges an Gold bereichert, da ich sie einfach doppelt, dreifach oder vierfach hatte. Ja. Was ein kleiner Nebenobolus an der ganzen Geschichte ist, was nicht direkt mit Gold zu tun hat, aber es ist auch nett, dass ich einfach 13 Chars besitze, die mir die Rufmarken aus Argus quasi farmen könnte. Diese sind accountgebunden und sorgen dafür, dass man dann doch viel schneller auf ehrfürchtig bei der einen oder anderen Fraktion auf Argus landet. Wenn ich das endlich mal machen würde, denn ich bin es immer noch nicht. Gut. Das ist im Endeffekt das, was ich euch dazu zu sagen habe. Ihr braucht natürlich einen Haufen Zeit, um diese ganzen Chars zu spielen. Ich selbst komme nicht mehr dazu,
Aber es ist auch einfach schön zu wissen, dass ich mich hinsetzen kann und sagen kann, hey, ich habe jetzt heute mal Bock, die Klasse zu spielen. Oder ich habe jetzt heute mal Bock, die Klasse zu spielen. Ich möchte mit dem questen gehen, wie auch immer. Oder ich möchte mit dem farmen gehen. Es sorgt einfach für eine nette Abwechslung. Und wenn ihr die Chars, ich sag mal, richtig ausstattet, zum Beispiel, was auch wieder ein sehr wichtiger Punkt ist, sind die Anhänger in der Ordenshalle. Wenn ihr ich glaube zwei oder drei Anhänger auf Item Level 880 bringt, könnt ihr die Goldmission in der Ordenshalle abschließen. Und wenn ihr diese mit der Bonuschance quasi auf 100% treibt, kriegt ihr bis zu 1500 Gold extra. Wenn ihr das auf mehreren Chars macht, kommt dabei auch noch tierisch was rum. Aha. Das sind alles so Kleinigkeiten, was im Prinzip ineinander spielt. Es ist nie verkehrt, mehrere Chars zu haben, aus welchem Grund im Prinzip auch immer. Ob ihr es nur für den Spielspaß nutzt oder um damit effektiv Gold zu farmen, das ist im Endeffekt euch überlassen. Ich persönlich habe mir da mein kleines Konstrukt zusammengebaut und werde das auch noch die nächsten Jahre so weiterführen. Von daher ist es euch überlassen. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle, dass ihr so lange ausgehalten habt. Und persönlich würde ich sagen, ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Wir sehen bzw. hören uns. Bis dann. So easy.